Elodie und Elfrieda lernte ich 2019 kennen, als Noni und Lina neben ihnen auf einer Weide standen. Der Besitzer erzählte mir, dass sie beschlagnahmt wurden, als sie ein halbes Jahr alt waren, und dass er sie anschließend aufgenommen hatte. Er päppelte sie auf und plante, sie anschließend an einen Milchviehbetrieb weiter zu verkaufen. Ich war nicht in der Lage, den beiden zu helfen und ging davon aus, dass ich sie nie wiedersehen würde. Nach ungefähr einem Jahr erfuhr ich, dass Elodie und Elfrieda gar nicht weit weg von mir waren. Ich besuchte sie und versuchte, den Bauern zu überzeugen, sie mir zu verkaufen. Ich sollte sie bekommen, wenn die Milchleistung nachlässt und sie für die Industrie nicht mehr geeignet sind. Ich versuchte trotzdem weiterhin, die zwei schon eher zu bekommen. Vor allem, um zu vermeiden, dass Elodie von ihrem Kälbchen getrennt wird. Ihr zweites Kalb, Alvar, wurde im März 2021 geboren und von ihr getrennt. Im Mai musste Elodie notoperiert werden und gab anschließend keine Milch mehr, weshalb sie für die Milchproduktion nicht mehr geeignet war. Somit konnte ich sie schon eher kaufen, versuchte aber natürlich weiterhin Elfrieda auch noch zu bekommen. Ich dachte, Elfrieda müsste noch ein weiteres Jahr in der Milchviehanlage bleiben. Doch ganz plötzlich und unerwartet wurde sie mir dann auch überschrieben. Und so konnten Elodie und ihre Freundin Elfrieda im Juli 2021 den Milchviehbetrieb verlassen und sich auf den Weg in ihr neues Zuhause machen. Thank you.
was a long Monday, Tuesday gone. Wrote it down in a song. Paradise lost, but paradise found. It all comes back around. You'll go on, on, on. Just like the river, you'll go on. And you'll go on, on, on. Just like the river, you'll go on. The parade I send a Buddha smile. All the class, all the style. Now you're on a highway, windows roll down. Elodie und Elfie sind unzertrennlich. Und die Ereignisse, die ihnen widerfahren sind, haben ihre Freundschaft nur noch stärker gemacht. Es wird Zeit brauchen, damit sie das alles hinter sich lassen können. Doch diese Zeit bekommen sie jetzt auch, in einem Leben ohne Ausbeutung und Zwang. Ihre Geschichte erinnert mich daran, dass es wirklich wichtig ist, nicht aufzugeben. Just like the river, you go.